Der Jutukai-Deal hat die Inseln eigentlich in Freiluftgefängnisse verwandelt, weil am Anfang waren die Inseln halt hauptsächlich Transitzonen, wo die Menschen angekommen sind, zum ersten Mal ihren Fuß auf europäischen Boden gesetzt haben und dann weiterreisen konnten aufs Festland. Seit dem Jutukai-Deal hängen die Leute auf den Inseln fest. Also Moria ist völlig überbelegt, das ist für ungefähr 2500 Menschen ausgelegt und es sind weit über 6000 Menschen inzwischen in diesem Lager. Und es wird halt keine Lösung gefunden. Es gibt wieder Menschen, die in Zelten leben. Im letzten Winter sind 6 Menschen gestorben, allein in Moria, aufgrund der Bedingungen. Und diesen Winter sieht es halt nicht besser aus. Es sind wieder Menschen in Zelten, die mit offenem Feuer heizen. Es ist wieder die Gefahr, dass Moria abbrennen wird. Die Menschen hängen in Lagern fest, die überhaupt nicht dafür ausgerichtet sind, da länger als wenige Tage zu bleiben. Es fehlt an absoluter Grundversorgung. Es gibt häufig kein fließendes Wasser über Stunden oder auch teilweise Tage. Es gibt nicht genug Toiletten, es gibt keine Möglichkeit, sich zu waschen. Gerade für Frauen ist es extrem gefährlich in den Lagern. Viele Frauen berichten von Vergewaltigung. Und das innerhalb Europas, in einem Camp, wo europäische Institutionen anwesend sind, wo der UNHCR ist, das ein europäisches Hotspot-Camp ist, wo man meinen sollte, dass es eine gewisse Rechtsbasis gibt. هذا الشيء اللي انا مستغربه خصوصا انه الحكومه اليونانيه عم بيجيها دعم قوي جدا هذا اللي بستغربته انا اثناء دخولي من 3 أشهر لهون على اليونان لاحظت انه في اهمال ضخم للطفل وخصوصا انه ببدايه فصل الشتاء توفت طفله مريضه بالسرطان بسبب الاهمال الطبي ما في اطباء مناوبين داخل الكامب مواعيد الأطباء عم تيجي بعيدة جدا فأنا مستغرب من هذا الشيء ما بعرف وللأسف هذا اللي عم بيصير وإحنا كمؤسسة جفرة عم نشتغل مما تيسر من أي شيء بيجينا من توزيع أكياس للنوم وعم نحاول نركز على موضوع النظافة على موضوع نشاطات الطفل من أنشطة تفريغية للطفل وإن شاء الله بالأيام القادمة بيكون الوضع أفضل وبنعمل شيء للناس والأفضل إنه كمان يعني عم نحاول نعمل جهدنا كرمال نعمل شيء هلا كرمال موسم الشتاء يلي هو بيكون صعب جدا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للنساء والعوائل اللي قادمة من على اليونان ونتمنى إنه بيكون الوضع غير هيك ونتمنى كمان انه بيكون الوضع افضل من ناحيه الخدمات يلي راح نقدمها فيما بعد There was no plan for winter with a lot of people sleeping in summer tents and again like once more seeing that there was no plan and nothing was happening we decided to launch a campaign and put pressure to open the islands. Open the islands for us means that yeah, people have to be allowed to go to the mainland, but of course to then live there in proper conditions, in good conditions. But also that people should not be stuck in Greece. We launched the campaign because we also really want to show that this is the consequence of a political decision. It's not some humanitarian, you know, emergency that comes out of nowhere. It's not because we forgot winter is coming, or it came early, or because there is a sudden increase in arrivals. It's the result of the EU-Turkey deal. It's because all the European governments want people stuck on these islands. And for us, what they want to do with this is to send a message to people, to refugees fleeing war and conflict, that they shouldn't come to Europe. And this is not something that we accept, and we feel that nobody in Europe should accept that this is how we treat refugees. One year, 3 months ago, I come to Lesbos, and I'm thinking
oh, okay, I come to Europe, but now I'm safe, I'm happy, I'm very happy. But after that, I go to Moria, I'm very sad. I'm very, because I see the Moria like the prison Iran before I'm, many times I'm living at the prison political Iran. And the Moria like the prison, not different. Before I think Europe very different. But now I see no. Es gibt wahnsinnig viele Demonstrationen in und um Moria rum und auch in Mytilini. Aktuell gibt es Menschen, die haben einen Monat lang den zentralen Platz in der Hauptstadt hier, Mytilini, besetzt, sind in einen Hungerstreik getreten, für mehrere Wochen teilweise, und haben gegen die Zustände protestiert. Und das ist zu einem sehr großen Protest angewachsen, der aber friedlich geblieben ist. Und die Menschen, die den Platz besetzt haben, wurden von der Polizei vom Platz vertrieben. Dabei gab es auch sehr viele Verletzte. Und haben sich dann entschieden, nicht mehr auf den Platz zurückzukehren, sondern sie haben das Bürogebäude von Syriza besetzt und haben Forderungen gestellt, sehr klare Forderungen, nämlich dass alle der BesetzerInnen die Möglichkeit haben wollen, die Inseln zu verlassen, eine Unterkunft in Athen zu haben und dass einer der Protestierenden freigelassen wird, der nämlich festgenommen wurde während der Proteste und auch abgeschoben werden soll. After the many, many problems at the Moria, more than 200 people come to the demonstration, started the demonstration. We are, say, the square, and some fascist people and also police come fight refugee. You can see this is for police. I ask why police fight refugee? If refugee not criminal. Refugee want freedom. Refugee want to go to another island, another country, because refugee see this Lesbos not safe for me. Mayor, also people, and also police, they want a refugee leave the island. Okay, we want to leave the island. Why you block the island? If you don't like the refugee, you must open the island. You are say you must go, but you are blocking. This is very joke. Im Moment werden unter dem EU-Türkei-Abkommen und auch unter anderen Rücknahmeabkommen, die schon vorher getroffen wurden, bilateral zwischen Griechenland und der Türkei, sehr viele Menschen abgeschoben. Es sind gerade immer so um die 20 pro Woche von Lesbos in die Türkei. Und das sind meistens Leute, die im Asylverfahren abgelehnt wurden und die dann festgenommen werden und erstmal in einem Abschiebezentrum in Moria inhaftiert werden. Und von dort aus werden sie dann in die Polizeistation transferiert mit einem Bus und werden erstmal da ins Gefängnis gebracht und dann zur Fähre und auf die Fähre geladen und in die Türkei gebracht. Und die Abschiebungen sind sehr problematisch, weil nach außen hin eigentlich kaum bekannt ist, wer abgeschoben wird. Die Leute werden sehr spontan festgenommen und meistens am Abend vorher oder direkt vor der Abschiebung erst in die Polizeistation gebracht. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Überblick darüber, wer auf diesen Abschiebefähren ist und ob es wirklich legale Abschiebungen sind. Es gab jetzt mehrere Fälle, in denen wir sehen konnten, dass Leute abgeschoben wurden, die zum Beispiel noch im Berufungsverfahren waren oder die schwer krank waren und eigentlich nicht hätten abgeschoben werden dürfen. Und das zeigt eigentlich, wie die Situation hier ist, dass also es zu vielen Abschiebungen kommt in die Türkei, ohne dass sie halt Menschenrechtsstandards entsprechen und wie man sie erwartet. Es ist so, dass Menschen von Ländern, wo nur in Anführungsstrichen einer von vieren oder einer von dreien im Endeffekt dann anerkannt wird, direkt nach Ankunft inhaftiert werden. Und in diesem Pre-Removal Center ist es dann so, dass der Zugang zu Informationen, zu Rechten und zu Prozeduren noch mal schwieriger ist für alle Menschen. Also Menschenrechtsorganisationen beklagen sowieso einen Mangel an Informationen und einen Mangel an Anwälten. Und für die Menschen, die direkt nach der Ankunft sofort in das Pre-Removal Center gebracht werden, ist das dann noch mal schlimmer. Und das
Problem daran ist, dass eben dadurch diese Annahme, dass diese Menschen kein Asyl brauchen, dann nochmal verstärkt wird. Denn wenn zum Beispiel Pakistanis dann im Pre-Removal Center sind und keinen Zugang zu Anwälten haben, dann haben sie auch nochmal geringere Chancen, wirklich Asyl zu machen. Sprich, man kreiert durch diese Diskriminierung dann auch self-fulfilling prophecies. Und das ist ein großes Problem, weil nur ein Drittel der Menschen, der Nicht-Syrer, die bis jetzt abgeschoben worden sind, wirklich einen negativen Asylbeschluss in Griechenland bekommen haben. Sprich, die Frage, ob diese Menschen Asyl brauchen, ist nicht endgültig geklärt für die anderen zwei Drittel. Das Grundprinzip, auf dem der EU-Türkei-Deal basiert, ist die Idee, dass Europa die Verantwortung für Schutzsuchenden outsourced. Wir wissen auf erster Ebene wissen wir viel zu wenig, was in der Türkei passiert. Also die europäischen Behörden tun kein Post-Deportation Monitoring. Da gibt es kein System, das dafür sorgt, dass auf staatlicher Ebene Menschen wirklich wissen, was mit diesen abgeschobenen Asylsuchenden passiert. Auch die Rechtslage hat sich jetzt verschlechtert. Erdogan hat ein Dekret erlassen, in dem selbst auf dem theoretischen, auf dem juristischen Niveau das Prinzip des Non-Refoulements nicht mehr garantiert ist. Dass ein Staat nicht Menschen abschieben kann, ohne vorher wirklich mit allen Garantien untersucht zu haben, ob diese Menschen ein Recht auf Asyl haben.